Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir orakeln heute die WM 2022, das Spiel um Platz 3. Ja, und ursprünglich habe ich gedacht, ich würde nur das Finale, in Klammern nur das Finale, orakeln. Aber dann habe ich gesehen, ach ja, es gibt ja ein Spiel um Platz 3. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wir spielen sowieso eine Weile jetzt kein FIFA mehr, weil erstmal noch Saisonpause ist und so. Dann werde ich doch mal das Spiel hier auch noch mitnehmen. Und dann habe ich kurz gedacht, okay, wird vielleicht doch nichts, weil er irgendwie Probleme beim Laden hatte oder so. Irgendwelche Serverprobleme und sowas. Irgendwelche Daten, die da nicht richtig geladen werden konnten. Ich habe die PlayStation dann nochmal neu gestartet. Auch beim zweiten Mal hat er irgendwie Schwierigkeiten gehabt, aber hat dann doch irgendwie hingehauen. Und jetzt sind wir hier plötzlich im Spiel um Platz 3. Ja, ich hatte ja schon mal durchklingen lassen, dass ich das ganz witzig gefunden hätte, wenn Marokko tatsächlich die WM gewinnt. Also habe ich mich hier einfach mal für Marokko entschieden, dass sie vielleicht Platz 3 holen. Beide Mannschaften haben ja logischerweise verloren und sind deshalb in diesem Semifinale gelandet, wie es so schön heißt. Marokko hat, glaube ich, 2-0 verloren und Kroatien sogar 3-0. Das Spiel um Platz 1 nehme ich dann nachher oder beziehungsweise im Anschluss auch auf, sollte es klappen, sollte er fertig werden mit dem Laden. Und da werde ich wahrscheinlich dann wieder Frankreich nehmen. Ne? Das ist ja Argentinien gegen Frankreich. Und hier habe ich mich, also wie gesagt, ich finde den Torwart ganz cool von Marokko, das muss ich zugeben. Ansonsten kenne ich nicht wirklich Spieler von Marokko. Ne? Und ich hatte eigentlich vor, mich auch für Kroatien zu entscheiden. Aber irgendwie bin ich dann in letzter Sekunde dann doch noch rüber geswiped. Ne? Kroatien finde ich eigentlich auch ganz nett. So, aber es ist jetzt keine von beiden Mannschaften, wo ich so gesagt hätte, okay, ja, die muss es jetzt sein. Ne? Auch morgen, was das angeht, so Argentinien gegen Frankreich, die finde ich auch ungefähr gleich gut. Ne? Und ähnlich ist es halt hier auch, finde ich auch ungefähr gleich gut. Ah nein, ich habe doch gepasst. So, und ich habe mir gedacht, ey, Spiel um Platz 3, wenn sich das hier anbietet, dann nehmen wir es mit. Ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das ja auch noch vorhanden ist. Ne? Bei der EM gibt es das ja gar nicht. Und bei der WM, ja, ist es halt auch da. Ne? Ist zwar dann auch immer so ein bisschen fraglich, wie ernst das genommen wird, aber Deutschland hat es ja auch schon das ein oder andere Mal geschafft, Dritter zu werden. Insofern hat Deutschland es doch immer relativ ernst genommen oder die Gegner halt dann doch nicht so ernst. Wird sich dann ja im Endeffekt zeigen, wie ernst Marokko oder Kroatien das nehmen. Aber ich gehe davon aus, dass Kroatien das macht. Verdammt. Auch wenn ich es eher noch Marokko so ein bisschen tendenziell gönnen würde, wie gesagt. Gerade weil man die nicht so oft auf dem, oder so krass auf dem Schirm überhaupt generell hat. Ivan Perisic. Würde ich das doch auch irgendwie ein bisschen feiern. Und wie gesagt, was der Torwart da bei diversen Elfmeterschießen und so geleistet hat, ist schon ganz geil gewesen. So, also ich tue mich hier im Augenblick noch sehr schwer. Wir spielen wie immer auf Profi, da habe ich nichts dran geändert. Und ich denke, es ist auch zu merken. Ich hoffe sehr, dass hier nicht irgendwie wieder das Spiel abstürzt oder so, weil er jetzt dann mittendrin auf die Idee kommt, ey, ich habe hier ein Serverproblem oder so. Oh! Und klasse durchgesetzt! Aber man hat es ja auch schon im Halbfinale gemerkt, dass so langsam die gegnerischen Mannschaften auch stärker werden, dass ich mehr Probleme mit den Mannschaften habe. Ja, nein, vielleicht. Ah, selbst wenn er durchgekommen wäre, wäre es auch schon Abseits gewesen, glaube ich. Ah! Erste Halbzeit alles ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen. Also da ist Kroatien in der Verteidigung besser als gedacht, aber im Sturm auch noch relativ zurückhaltend. Ne? Also das haben wir schon anders gesehen, dass die eine oder andere Mannschaft dann einen Angriff hatte oder so und der war dann auch instant drinne.
Ja, ich hatte schon auf X gedrückt, aber es hat ein bisschen zu lange gedauert, bis er aus der Hüfte gekommen ist. Modric am Ball. So, dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen mehr auf das Spiel fokussieren. Zweite Halbzeit, ne? Wir wollen natürlich nicht, dass wir hier nochmal in so einer Situation landen und dann vielleicht sogar ins Elfmeterschießen müssen oder so, wo ich ja ganz gerne immer mal verliere. So, wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Ja, nein, nein! Das zählt jetzt nicht, ne? Das ist schon abgepfiffen, oder? Okay, das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe das zwar per Controller, per Vibration gemerkt. Aber dass da jetzt so was Krasses an Foulspiel passiert ist, ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, das war dumm. Das war dumm. Ah, das gibt's nicht. Guck mal, wie er da easy peasy durchläuft. Anstatt dass er immer den anderen Verteidiger automatisch gibt oder so, musste ich darüber laufen. Ich meine, okay, kann ich per Tastenkombi wechseln, aber wenn er da neben rumläuft, so, dann lass mich das doch oder gib mir den doch automatisch. Oh nein. Ich habe gesehen, dass der in Zweikampf auf mich zukommt und wollte vorher noch passen, aber irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. So, jetzt mal Volldampf hier. Noch ist das hier keine Chance, ja, der ist zu dicht an mir dran. Oh, schön, der ist trotzdem noch drin. Man hat nämlich deutlich gemerkt, wie der Verteidiger da auf einmal gut mitgelaufen ist. Und wäre ich dann noch weiter nach innen gezogen oder so, dann wäre der Ball wieder weg gewesen. Jetzt, ja, nochmal. Oh nein, ich bin nochmal auf Gretchen gegangen, aber er wollte irgendwie nicht. Nein, verdammt. Ah, super Pass. Ne. Ah, das kannst du vergessen. Nein, vielleicht doch. Jetzt. Kein Ding, wir haben ihn. Zack. Oh. Ja. Ah, schade. Hätte er nochmal versuchen müssen, da reinzugrätschen oder so. Boah. Ja, da bringt meine Grätsche auch gar nichts mehr. Da habe ich noch versucht, da so ein bisschen reinzugrätschen in die Nummer, aber wir waren einfach viel zu weit weg. Das ist auch der Hammer, ne? Da sind die zu zweit vor meinem Torwart und haben einen Verteidiger ausgenommen. Wo war denn der andere, dass ich so weit hinten hinterherlaufen musste? Ist aber auch wieder das typische FIFA-System, ne? Du spielst die ganze Zeit 0-0 gegen die, schießt ein Tor und auf einmal sind die denn so krass, dass sie easy peasy mal eben ausgleichen. So, wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Ja, gib mir einfach gar keinen Spieler, der da in der Nähe steht. So, oh Mann, dann gehen wir hier halt so rein. Nein. Bitte, ich habe nicht damit gerechnet, dass da so eine Monstergrätsche von ihm hingelegt wird. Ich habe gedacht, er würde da so in den Zweikampf gehen und dann wäre er... Wow, okay, das war dicken Foul. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Das habe ich dieses Mal auch wirklich so gesehen und auch eingesehen, dass das ein Foul war. Wow, stark gehalten. Ah, das ist ärgerlich, ey, dass wir da noch ein 1-1 kassiert haben. Das Ding hätten wir schön 1-0 gewinnen können, aber irgendwie, wenn das jetzt so weitergeht... Wow. Dass er da so frei zum Abschluss kommt, wo doch so viele Leute von mir da rumstehen. Und ich die ganze Zeit drücke so, Zweikampf. Muss man auch aufpassen, dass er da nicht zu doll in den Zweikampf reingeht, weil es dann ganz schnell mal eine Elfmeter gibt. Jetzt kommen die auch andauernd mit ihren komischen kurzen Ecken hier um die Ecke. Ja, toll. Ja, also, das war, wo ist er denn jetzt? Das war übrigens ein X-Pass, ne? Keine Ahnung, warum der nicht angekommen ist. So, jetzt müssen wir hier einfach mal... Boah, das war... das war dumm. Da hätte man mehr draus machen können, aber so richtig geil war die Situation denn doch nicht. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft auf ihn. Oh, was war das denn schon wieder für ein Pass, ey? Jetzt dödelt er hier auch ein bisschen rum.
Also diese Pässe, die die da auf einmal so spielen, das gibt's nicht, ey. Da stehe ich da so frei und krieg's trotzdem nicht gebacken. So, komm her. Boah. Nee, kannst vergessen, jetzt ist der Ball auch zu weit weg. Nee. Jetzt könnte er theoretisch auch irgendwann mal abpfeifen. Nicht, dass die auf einmal noch einen Gegenangriff haben und der dann auch noch drin ist. So, Verlängerung. Dann haben wir ein bisschen verspielt, das Ding, aber so richtig geil waren die letzten 3-4 Pässe auch nicht mehr. Also da habe ich wirklich ein bisschen mehr erwartet, was da so an Pass-Action abgeht, weil die Pässe durchaus nicht unbedingt dahin gegangen sind, wo sie eigentlich hingehen sollten. Auch der Pass hier schon wieder. Sofian Amrabat. Okay. Pff. Nee. Das war leider auch so gar nichts. Hey, jetzt. Boah. Hat er mich aussteigen lassen da aus der Nummer? Wie viele davon denen rumstehen bei mir im Strafraum? Das habe ich nicht. Wenn ich bei denen am Strafraum bin, dann steht da meistens einer rum und wird von 5 Mann gedeckt oder so. So. Okay. Ganz easy peasy. Oh nein. Ich hab das eben erst gesehen, dass unten so mega frei war. Und dann wollte ich da ja hinpassen und dann wurde das schon in der Zeit. Ja, meine laufen teilweise auch das wieder. Wieso nimmt er den Ball nicht an und läuft denn stattdessen noch eine Kurve da irgendwie? Weiß auch nicht, was hier los ist. Irgendwie, ja, auch die Nummer schon wieder. Warum? Die machen so eine komischen Ausfallschritte und der Gegner ist auf einmal an einem vorbei. Das wird echt bitter. Man merkt irgendwie, die sind alle verwirrt. Das ist mir sonst noch nicht so krass aufgefallen. Also, dass die hier alle so ein bisschen kopflos rumlaufen, so fühlt sich das zumindest an. Auch der Pass wieder, Bullshit. Sollte da gar... Yo! Okay, einfach kein Foul. Alles klar. Also war jetzt in meinen Augen... Ich drücke hier die ganze Zeit die Sprint-Taste und die sprinten einfach nicht. Ja. Versuchen wir hier mal so ein bisschen das Ding aufzubauen. Ja, bloß... Ja. Auch so typisch, ne? Dass der Pass denn da mal durchgeht, aber er denn im Abseits da rumläuft. Also da merkt man auch, dass die halt eine halbe Ewigkeit brauchen, bis dieser Pass denn auch endlich mal gespielt ist. Das gibt's nicht. Ich bin im Zweikampf, gewinne auch den Ball und dann läuft er gegen den Gegner aber nochmal irgendwie so gegen. Das gibt's nicht, da ist er auch noch dran, ey. Ich weiß nicht, also meine Leute laufen dann gegen den Gegner nochmal irgendwie so gegen, dass der Ball dann wieder weg ist und so. Klar. Nee. Da kann man auch mal irgendwie ein bisschen. Auch der Kopfball, wie der Bullshit. Habe ich überhaupt nicht hingedrückt. Ich habe nach oben gedrückt, da standen nämlich 2 Männer oder so von mir. Und er macht da so einen komischen Kopfball zum Gegner hin, also. Ja, was war das denn für eine Grätsche, Alter? Kommt er mit seiner Grätsche 0 voran? So, Elfmeterschießen. Kann ich mir eigentlich schon fast gar nicht vorstellen. Ich denke mal, Kroatien wird das in der regulären Spielzeit für sich entscheiden. Boah, komm, ey. Das war doch auch lächerlich. Also, ich möchte hier mal anmerken, dass der Torwart den gehalten hätte. Also, den ich da vorher hatte. Ja gut, den nicht, der war zu platziert. Aber die schießen den halt auch echt gut. Ja, das meine ich. So hätten wir den ersten meiner Meinung nach auch gehalten. Pff. Er schießt da die Fans ab. Ja, jetzt hält er auch jeden. Ne? Jetzt hält er hier auch jeden Ball. Da, deine Mutti. Das ist echt für
Verarschung hier. Wie er auf einmal jeden Ball hält. Ich schieße die alle in die gleiche Ecke da. Ist klar, ne? Aber wie er da plötzlich jeden Ball gehalten hat. Ja, scheiße. Ja, sorry. Also das, ich sag ja, Elfmeterschießen ist echt nicht meins. So, das war meiner Meinung nach auch so ein bisschen die KI, die da zu beigetragen hat, dass da das Elfmeterschießen gewonnen wird, weil ich dann dreimal in die gleiche Ecke geschossen habe. Ich wollte mal gucken, ich wollte das Ganze, ich habe ja noch nicht so oft Elfmeterschießen hier gemacht, ich wollte das mal auslotsen und mal gucken, wie es ist, weil in Real Life würde ich jetzt mal behaupten, wäre von diesen drei Dingern auch mal einer wieder reingegangen, weil der Torwart einfach random in die andere Richtung gesprungen wäre. Aber irgendwie ist er natürlich plötzlich, wenn ich dreimal in die gleiche Ecke schieße, auch dreimal springt er da in die gleiche Ecke, ne? Ist mir ein bisschen zu komisch gelaufen, das Finale hier, also das Semifinale. Aber vielleicht läuft es ja morgen ein bisschen besser. War das erste Spiel. Jetzt gehe ich natürlich auch mit einem ganz anderen Mindset wieder in das nächste Spiel rein. Ist ein bisschen schade gelaufen, dass man die ganze Zeit dann halt 0-0 hat. Dann schieße ich ein Tor und plötzlich schaffen die es auch ein Tor zu schießen. Ne? Und Elfmeterschießen ist sowieso immer so eine Sache. Na gut, wir werden sehen. Morgen spiele ich dann wahrscheinlich mit Frankreich gegen Argentinien. Hier denke ich mir, Kroatien wird das in der normalen Spielzeit gewinnen. Und morgen würde ich fast schon sagen, Frankreich macht das. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal Ciao.